Ihr werdet gleich sehen, warum das Schwert so geil ist. Das, was ich heute schon gespielt habe. Ja, das werde ich jetzt auch gleich mal nehmen, damit unsere Zuschauer sehen können, warum das so geil ist. Für den Merk ja sein, vielleicht kennt ihr das ja noch gar nicht. Das wäre doch geniale Primärwaffe. Oh ja, das wäre eine richtig geile Primärwaffe. Ich habe die Kryptarchenaufzeichnungen nach dem Tempel von damit würde ich auch bei Schmelztiegel rumrennen. Einfach auf und alle niedermetzeln. Sein Schwert. Ja, nehmt euch ein Beispiel an Gun Gale Online. Sword Art Online 2. Nun schläft Grota. Neben Schusswaffen auch Lichtschwerter, weißt du? So, nur hier ja auch Schwerter. Aus, dass die Schwarmprinzen es in einer Kammer bewachen. Wenn du uns das Schwert bringst, das sorgen wir dafür, dass es niemand mehr führen wird. Muss auch geil sein. Nun, wie das hier ist, auch nur auf Online ausgelegt und so ein Verfügung als Fortnite Online. Ja. Mit Schwerter aber, nicht nur mit Waffen. Das hätte doch richtig geil, so ein Dreimann. Die Toro mit drei Schwertertechnik oder doppelten Schwert. Um das Schwert zu vernichten, müssen wir seine Macher, die Schwarmprinzen, finden. Langschwerter, Kurzschwerter und weiß ja keiner. Einer von ihnen soll eine Kurzstrecke beim Höllenschlag und die Endbossen sie hocharbeiten über Sportlight Online. Das würde doch richtig geil sein. Oh ja, kann man wohl sagen. Und übrigens, wir müssen jetzt zum Höllenschlund fahren. Wo bin ich schon mal falsch abgebogen? Ja, und ich hau mal ein paar Typen im Gesicht. Und nächster Morgen. Oh ja, ich krieg auch eine Faust ab. Oh, Helium. Alter. Wer ist denn hier? Aua. Hier. Oh ja, Faust. Flambiert. Ich bin jetzt Bugs Spencer, ein dicker, fetter Tank, der andere Leute auf die Glocke haut. Und noch einer auf die Glocke haut. Und noch einer auf die Glocke haut. Du willst dich verstecken? Ah, komm her. Granate, Grenade. Bah. Nix da. Also, da wir wieder mal in die Zwischensequenz geredet haben. Es geht hier darum, das Schwert von Grota ist aufgetaucht. Eine bösartige Waffe der Dunkelheit, mit der schon viele massakriert wurden. Und das war die schlimmste Waffe, mit der wir je angegriffen wurden. Das habe ich schon wieder dazwischen gequatscht. Aber er sagt uns nur, der Höllenstund ist hier. Weißt du, und der Eingang ist da hinten. Oh, ich muss hier hochfahren. Ich muss hochfahren, Junge. Den Rechner hochfahren, jawohl. Dort finden wir ihn. Hoffentlich bist du bereit. Warte, ich bin bereit. Komm her, Mann. Na, wo ist der Schwarmprinz jetzt, hä? Hä? Wo ist sie? Bitte sehr. Einer weniger. Ich führe uns zu den anderen. Ja, das war ganz einfach jetzt mal. Wow, jetzt wäre ich beinahe drauf. Jetzt wäre ich beinahe drauf gegangen. Alter Vater. Grotas Lakaien haben ein Ritual begonnen. Das bedeutet, es machen gerade welche Gläser in der Kammer. Nee, Quatsch, in Wait. Ich weiß allerdings nicht, wie der heißt. Alter Mann, stirb einfach. Ey, Chuck Norris. Noch nie von gehört oder was? Hast du platt gemacht? Sehr gut. Aber leider nicht beide erwischt, dann hätte ich mehr geplantet. So, na macht nix, meine Super ist auch schon voll. Ich will ja nicht für Unruhe sorgen, aber ich orte das Schwert durch das Licht, also, der Ritter, die es getötet hat. Etwas weiter unten. Entschuldigung, wenn ich gesagt habe, also. Ich will ja keine Unruhe machen. Drei Leute, bitte, bitte. Okay, hat er nicht getroffen.
Ja, das. Das macht nichts. Alter, what the fuck, Alter? Hier, friss mal eine Granate, Junge. Alter, was sind das Gelbe hier? What the hell? Ja, das sind Gelbe, das sind Gelbe. Alles andere wäre ja auch lächerlich. Wo ist denn der Ritter? Da ist noch ein Ritter hier. Ja, ja, da ist der. Der Zwitter? Wo ist er? Ah, da hinten. Ach, da. Los, mein Kalt. Ja, ihr seht richtig. Ich habe gerade nichts dafür getan, dass er gestorben ist, aber die der Herausforderung habe ich trotzdem geschafft. Das Schwert der Clou, ist nah. Ich spüre seine Kraft. Alles klar. Das Schwert ist nah, er spürt seine Kraft. Spüre ich auch. Und gleich werdet ihr sehen, was es damit aussieht. Vielleicht sollte ich nochmal meinen Gottmodus aktivieren. Oder nicht? Erledige sie. Doch, du müsst es ja machen. Hau mal ihn bitte weg. Okay. Ich verbrenne! Und du brennst mit mir! Du hässlicher Piepmanns, Alter! Du hässlicher. Nein! Alter, Alter, ohne Spaß, ne? Ich bin viel besser als du. Mein Gott, das ist eine göttliche Bitch! Eine göttliche Bitch! Und ich bin tot! Das ist eine Verarschung. Nein, ich mein's vollkommen ernst, ich bin tot. Ach, geil. Göttliche Bitch mit dem Arsch. Ach Gott, da ist mein Schwert. Ja, belebst du mich mal kurz wieder? Ja, ist klar, ich muss ja immer mit aufräumen. Alles klar, so, dann zeige ich euch jetzt mal das Schwert hier. Vorsichtig, seine Kraft ist dunkel. Ja, die Kraft ist dunkel, ja, aber ganz ehrlich, ne, das ist die geilste Waffe überhaupt, Junge. Hier. Oh ja, oh ja. Das ist so ein geiles Teil, Alter. Was ist so geil, Alter. Kann das bitte... Ja, das muss einfach eine Hauptwaffe werden, Alter. Ohne Spaß. Schwere Munition. Oder einen dritten Charakter, der das hier als Superfähigkeit hat. Yeah, genau. Das ist der Horror. Das ist... Dann sind die alle schon wieder tot. Um uns herum gibt es jede Menge Bewegung. Die Schwarmblitzen rollen zum Schwert. Bäm, und weg ist er. Der wollte sich an den Wetter holen, oder? Komm mal rein. Komm, hinter dir. Hey, wo werde ich mal beschossen? Das geht mir jetzt auf die Kopf. Mehr Gegner! Komm schon! Kann aber nicht wahr sein. Das war doch mal eine super geile Waffe. Das heißt, das war eine der stärksten Waffen, die die Schar je gegen uns eingesetzt hat. Oh ja, die Waffe war... Die Kryptarchen nie. Die würde ich gerne eintauschen, wie die Schafelsmelde. So, Pinien. Watsch. Oh ja. Aber hast du die Endloszeichen, das Endloszeichen gesehen? Bestimmt hat man da irgendwann eine bestimmte Anzahl Schläge zur Verfügung oder so. Auf 25 Schläge oder so. Ein Schlag hier so, okay, also zack, zack.
Okay, langsam glaube ich echt, das Spiel hat irgendein Problem oder so. Ja, Standard. So, na, wahrscheinlich war ich Level 16. Ja, komm, Alter. Ich bin immer noch Level 16. So. Sonnensänger kann jetzt weiter singen. Erhöht die Dauer von Erleuchten. Bedeutet, mein Gottmodus dauert jetzt noch etwas länger.